Den zweiten Account, den ihr braucht, ist hier für Streamlit. Und was man hier machen kann, wenn man Sign-up macht, das hat nämlich auch als zweites, dass man jetzt Continue mit GitHub machen kann. Das heißt, nachdem ihr einen GitHub-Account gemacht habt, könnt ihr hier einfach den GitHub verwenden. Das braucht man eh, weil für Streamlit braucht man GitHub, sonst funktioniert das nicht richtig. Also ihr könnt dann hier direkt mit GitHub weitermachen, gebt dann hier euren GitHub-Account ein und also ich habe schon einen Account, deshalb wird mir das glaube ich auch so schon angezeigt. Habe hier einfach auf Continue with GitHub und dann hier den Account erstellen. Sollte eigentlich kein Problem sein. So, was man mit Streamlit machen kann, zeige ich gleich. Hier erstmal noch so ein paar Sachen. Also Streamlit hat eine wirklich sehr gute, erstmal ist eine, Streamlit gibt es ja seit ungefähr einem Jahr oder sowas. Ist aber wirklich fantastisch, um sehr einfach Webseiten oder Web-Applications zu bauen. Es gibt eine sehr gute Community, wo man, wenn man Probleme hat, nachschauen kann, ob jemand schon mal ähnliche Probleme hatte oder auch einfach selbst eine Frage stellen. Also hier einfach mal dann bei Problemen zum Beispiel nachschauen. Es gibt eine sehr gute Documentation, das sind diese Docs hier, das ist die Documentation. Und hier geht man auf, also kann natürlich auch alles Mögliche gehen, um irgendwas hinzukriegen. Das Wichtigste ist aber eigentlich diese API Reference, weil hier werden die verschiedenen Sachen, wie Streamlit funktioniert, gezeigt. Und beispielsweise, und deshalb dieses ST, das braucht man, wie es geht, zeige ich noch. Man schreibt dann hin ST-Write und dann zum Beispiel Hello World und dann wird das ausgegeben. Wie gesagt, ich zeige das alles gleich noch. Und hier findet man alles, was man so braucht. Also vielleicht Control Flow. Ne, das war das Falsche. Beispiel, das sind Sachen zum Darstellen. Hier ist, wie man dann Plots darstellt. Da muss man immer auch dieses ST und dann Pyplot und dann macht man dieses Matplotlib. Das Matplotlib, wenn man das importiert, heißt immer Matplotlib.pyplot und hier mit STPyplot kriegt man dann das hier beispielsweise hin. Input-Widgets. Das ist was, was ich eigentlich zeigen wollte. Hier hat man zum Beispiel auch solche Dropboxes, die wir ja kennen. Also wir haben einfach nur Buttons, die dann etwas machen. Sachen zum Runterladen. Checkboxes hatten wir schon. Radio-Buttons. Der Unterschied zwischen Radio-Buttons und Checkboxes, falls nicht klar ist, Radio-Buttons kann man immer nur eins anklicken. Checkboxes kann man mehrere anklicken. Das ist der Unterschied dazwischen. Dropdown-Menüs, mehrere Auswahl, Sliders und so weiter. Kalender, Hochladefiles. So als Beispiel mal so eine Selectbox hier. Und dann ist hier die Dokumentation, wie das alles funktioniert. Also ST Selectbox. Und dann stehen hier so Sachen, die man noch dazu machen kann. Wenn man sich das mal ein bisschen angeguckt hat, blickt man da eigentlich relativ schnell durch. Und dann gibt es immer Beispiele. Das funktioniert bei mir mit Safari manchmal nicht. Mit Firefox funktioniert es. Also man kann hier dann dieses Beispiel haben. Hier hat man dann den Copy-Button und kann das sofort ausprobieren. Und gibt es noch was, das ich hier zeigen muss? Es gibt natürlich auch eine Galerie, wo ein paar Sachen dargestellt werden, was möglich ist, was man machen kann, wo man sich das ein bisschen anschauen kann, was mit Streamlit alles möglich ist. Da wird jetzt so eine Streamlit-App geladen. Beim ersten Laden kann es manchmal ein bisschen dauern, wenn man es dann nochmal lädt. Geht es meistens eine Ecke schneller. Okay, da muss man Drag and da muss ich jetzt was hochladen. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Haben wir irgendwas, wo man nicht was hochladen muss? Diploma PDF Generator, vielleicht wäre das auch was. Da muss man nicht studieren, sondern kann einfach sich das hier direkt selbst machen. Was ja eigentlich sehr viel praktischer und schneller ist. Oder man kann ein Zweitstudium sich hier kurz ausdrucken. Keine Ahnung, was das ist. Student Name. Aha. Report Generation. Advanced Cryptography. Great. Ja,
volle Punktzahl, oder? Generate PDF. Ihr Diplom kann ich jetzt runterladen. Na wunderbar. Also dann kriege ich das, dann kann ich es runterladen. Okay, also da es so Kram gibt, macht euch dafür auch einen Account für Streamlit. Und damit werden wir dann kleine Web-Apps machen.